Und da sind wir wieder auf der Suche nach dem letzten Energiekern. Wow, der war knapp. Oder nach dem Energiekern, wie immer. Meins. 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 Schau dir das an. Meins. Wieso ihm dieser Ort wohl Angst macht? Weiß nicht. Weil er nicht erkundet ist und weil da vielleicht böse Gestalten unterwegs sind und weil wieder einiges töten könnte, wenn es will. Mal, mir ist das war zu offensichtlich. Uhu, Maske! Wieder Flashback. Unglaublich. Wie komme ich da jetzt wieder runter? Nein. Ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon. Oh, hallo, wir sind fast da. Jetzt tun wir nicht stressen da. Ich stress dich auch nicht. Ja, jetzt meins. Was ich alles mitnehmen erst. Trip, kommst du? Na, na, hui, na, 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 hui. Okay, kann ich dich mal was fragen? Hallo. Was denn? Wie machst du das mit deinen Haaren? Was? Hä? Max vor uns. Okay, die übernehme ich. Scheint eine gute Stelle zu sein. Bereit, wenn du es bist, Monkey. Ich bin immer bereit, Pixie. Und los geht's. Hui! Hey, Monkey! Ich werde rüber aus meiner Schusslinie! Ich werde ziehen! Böse! Los tut den Scheiß da! Sei besser vorsichtig, Monkey! Ich hätte dir fast das Hirn aus dem Schädel geblasen! Solange es noch Frost ist. Manchmal? Tja, ist nicht das Schicksal, sondern ein Riesen-Mac! Cool. Na los, wir sind fast da! Ja dann, lass mal wieder durch. Ich geh vor. Also, Monkey, trägt man das jetzt so? Oh Mann! Ja, ich meine ja nur, das ist ein krasses Styling. Das kann ich sowieso nicht, ich mehr ja nicht mehr in die Kumpel vor. Nee, 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 nee. Keine gute Idee. Hier wäre die Energiezelle. Keine gute Idee, ich sehe da Kugel vor uns liegen. So ein Glück. Das Ding liegt da. Einfach rum. Philosophierst du drüber, ne? Okay.
Schlechte Idee. Oh, eins noch, Monkey. Schlechte Idee. Was? Pass auf das Rhino auf. Das Rhino. Schlechte Idee. Scheiße, was zum Teufel? Schlechte Idee. Noch eben eine schlechte Idee. Warum zur Hölle hast du das gemacht? Rück dich ab! Ich will es nur erschrecken! Ich helfe ihm schon, keine Bange! Wenn ich dich jemals lebend rauskomme, mache ich Schicken aus dir, Pixie! Ja, was? Wow! Oh, voll egal. Wuhu! Mehr hast du nicht drauf? Jetzt hier reinkloppen. Ja, komm mal da! Hier vor euch! Nein! Ja, wo sind wir? Kennst du sie ja gleich, verdammt nochmal? Mikey, bring es dazu, den Brille anzugreifen! Aber nichts wissen zu tun. Wah! Ein bisschen. Alter, schau, wer Limo ist. Alter, ich bin weggekupft. Bring es dazu, den Brille anzugreifen! Ups! Alter! Wah! Entschuldigung! Bin ich noch am Leben? Geht's doch nicht, wie soll ich denn das machen? Rührsprünge geht nicht.
Alter, ich hupf Erik, was soll ich denn nochmal machen? Komm, Stress! Alter, es gibt's doch nicht! Ich komm den Typen nicht davor! Da willst du mich verarschen. Das geht ja nicht! Das sieht aber nicht sonderlich stabil aus. Nicht, wenn da ein Feuer zündet, das Rino an die Tür klopft, Alter. Oh mein Gott, war das ein Kampf. Ich hab den nicht ausweichen können. Oh. Bitte dir. Warte, ich komme! Oh, Monkey! Oh, Monkey, ich kann nicht mehr! Hilfe! Ich rutsche! Schnell, Monkey! Komm schon! Ich komme! Vertrieb, mein Ende. Warte, ich komme! Oh, Monkey! Oh, Monkey, ich kann nicht mehr! Ich bin direkt hinter dir! Hilfe! Ich rutsche! Schnell, Monkey! Komm schon! Ich komme! Na, no, Alter! Du musst springen! Ich kann nicht, es ist zu schnell! Ja, komm, beim letzten Sprung. Jetzt nerven's. Das ist nur noch Nerverei. Warte, ich komme!
fick dich doch, Alter. Du hast sowas wie die Pest, Alter, wenn du solche Abschnitte hast, ja. Bei der Steuerung nur dazu, Alter. Bin ja schon unterwegs! Ja, komm, fick dich doch, Alter! Erinnert mich stark an Sherlock Holmes mit der Brücke. Da bin ich auch jetzt durchzuckt. Ich sag mal nicht mehr. Gott, danke! Brücke. Bam, 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 bam. Papa, viel toll. Naja, Gott sei Dank. Kapitel 12. Der Damm. Meilen später. Meine Berechnung nach haben wir 1200 Meilen zurückgelegt. Hoffentlich sind wir bald da. Sie verlieren an Höhe. Sieht aus, als wollten sie landen. Hey, Pixie, haben wir da unten keine Security? Unbekanntes Flugobjekt. Warum nähern Sie sich unserem Luftraum? Wir haben keine Landecode für Ihr Schiff. Unbekanntes Objekt, hören Sie mich? Antworten. Ja, ich höre. Wir hatten Schwierigkeiten. Ein paar Turbulenzen. Turbulenzen? Ja. Es wurden keine Turbulenzen gemeldet. Allerdings wurden Schrottschiffe von einem unbekannten Objekt verfolgt, dessen Beschreibung aufgebracht. Wirklich? Also, wie seltsam. Davon habe ich wirklich nichts gehört. Unbekanntes Objekt, übermitteln Sie die Landecodes. Landecodes? Ja, übermitteln Sie Ihre Landecodes. Oder wir gehen davon aus, dass Sie Feinde sind und eröffnen das Feuer. Verstanden. Moment, willst du mir jetzt sagen, was zum Teufel hier eigentlich los ist? Und meine Landecodes sind, 1. 1? Ja. 1 was? 2. Ich glaube, es klappt. Na, ihr nicht. Gut zu noch keine Ding. Sieht aus, als wäre ich diesmal ganz dicht am Geschehen. Was? Könntest du deine Hand woanders hinlegen? Ich
Weise deine Hand legen auf meinem Gemächt. Hat schon Spaßfaktor, seit der Pixie dabei ist. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Chef sagt da. Ah, mei, da muss man durch. Wieder verrückter Hucke. Naja, aber auch schon. Damals uns hey, erst in der nächsten bist Runde. Bist du denn ganz sicher, dass dieser Leviathan hier ist? Oh ja, der ist hier. Er wartet nur ab. Das war ganz fantastisch. Er ist hier. Irgendwo. Alles klar. Und wir suchen Leviathan, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, brav bleiben und Peace out.